Hier sehen wir die Flaggen der teilnehmenden Nationen. Servus Netzathleten, wir grüßen euch heute aus Hochfilzen, sind beim Biathlon-Weltcup in Österreich und drücken unseren Athleten die Daumen und hoffen, dass sie alles besser machen als letztes Mal. Nur die Damenstaffel, die darf wieder genauso gut sein. Hier sehen wir noch direkt den Schießstand. Da wird sich gerade warm geschossen, wir sind jetzt so ungefähr eine Stunde vorm Start. Dann haben wir auch Kati Wilhelm, Martina Beck, deutsche Bundestrainer, Uwe Müßiggang. Wird noch ein wenig klarer, man sieht die Berge, die Kulisse ist toll. Im Hintergrund schießt Simone Hauswald, gerade ein Fehlschuss leider. Wir sehen aber hier, wir konzentrieren uns auf Magdalena Neuner, die das erste Mal diese Saison an den Start geht. Letzte Woche hat sie leider verpasst aufgrund einer Virusinfektion, aber hoffen wir heute, konzentrieren wir uns mal auf sie, auf den Start. Bereitet sie. Boah, die letzten Sekunden. Der Start ist geglückt und ab geht's, Magdalena. Hier kommt Magdalena Neuner, die sechsfache Weltmeisterin, zum Schießen. Wir stehen direkt dahinter. Machen wir mal, drücken wir die Daumen. Der erste sitzt schon mal. Sie schießt schnell und trifft. Wunderbar, Magdalena, ein Spitzenstart. Und ab geht's zurück auf die Piste. Da kommt die Lena. Leider zwei Schießfehler im zweiten Schießen. Die Stimmung ist natürlich fantastisch und da erreicht sie das Ziel. Hat er alles gegeben, leider zwei Fehlfehler.